Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen Folge der React Time, und zwar den Twitch Clips Germany, die Folge 197. Ja, ich muss jetzt gerade mal kurz rüber schielen. Und die heißt heute, du bist gemein. Der Titel lässt tief blicken. Wir gucken mal, was es damit auf sich hat. Das letzte Mal hatten wir es ja mit, ich glaube, mit den Spaghetti und so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall interessant. Ah nee, das mit dem Schuss, hatten wir das letzte Mal, ja. Es war auch eine sehr interessante Folge, wie vor allen Dingen, wie dieser Titel dann zustande kam. Aber wir schauen uns das Ganze mal ein. Das heißt, wir wechseln in die Live-Szene. Da habt ihr schon den Anfang. Hier haben wir zwei Stimmen, Lilimon und IfaScore zusammen, die heute die Einleitung machen. Und ich würde sagen, starten wir mal rein, schauen uns an, was es da mit zusammen, wie gesagt, auf sich hat und wie das heute läuft. Also starten wir rein. Mod, wie sieht sowas aus, Lilly? Also ganz ehrlich, also ich habe ja bei mir in der Klasse ein paar Leute, die hingeht, die Hogwarts Legacy spielen, und die hatten da ja vor einiger Zeit so diesen einen diesen einen unverzeihlichen Fluch in einem Video, und am Ende war da auch einer, der gemacht hat, und ist nicht so man konnte nicht verstehen, was er gesagt hat, aber der Spruch hat doch funktioniert. Und das hat mich jetzt gerade voll daran erinnert, bei der genialen Einladung. Allerdings wissen wir jetzt immer noch nicht, was da kommt, weil man hat ja nichts verstanden. Also, ich sag's jetzt auch schon mal, jetzt kommen die Twitch Clips Germany. Huch. Ja, Stream Games. Du wolltest schon immer deine eigene Quizshow veranstalten? Mit Stream Games ganz leicht möglich. Einfach die Quelle in dein OBS einfügen. Wähle zwischen verschiedenen Quiz- und Trivia-Shows. Du kannst Fragen einstellen, Farben anpassen und auch Chat-Interaktion ist möglich. Veranstalte auch du professionelle Game-Shows wie Pizmeet, Vlesk und Dalukart. Glaube 17. 17 ist leider nicht. Ich gehe hier rein mit 17. 17 ist die immer noch falsch. Das alles bei streamgames.tv. Bei Fragen gerne Twitter oder Discord. Das finde ich mal interessant. Also das war mal eine interessante Werbung aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mich immer gefragt, wie die das mit diesen Quiz-Dingern machen. Jetzt weiß ich's. Ist doch praktisch. Vielleicht machen wir das auch mal. Ja, mal gucken. So. Mal sehen. Aber da unten sehe ich was. Das habe ich letzte Woche auch gespielt. Ich habe heute übrigens meine E-Mail bekommen von Blizzard, weil ich ja in der Beta war, in der offenen, und habe da meinen Charakter auf Level 20 gespielt. Und wenn man das gemacht hat, dann hatte man ja diese Möglichkeit, oder hat man die Möglichkeit gehabt, nein, die hat nicht die Möglichkeit gemacht, man kriegt es dann, dieses Wolfsbaby für den Rücken. Und heute habe ich die E-Mail bekommen, dass ich mir, wenn ich das Spiel rechtzeitig vor Start kaufe, mir das abholen darf. Das mit dem Kaufen ist allerdings noch so eine Sache. Aber das da muss ich mit meinem Mann nochmal verhandeln, und dann kriegen wir das vielleicht auch noch hin. Also ich habe mein Wolfsbaby auf jeden Fall sicher, wenn ich das Spiel dann rechtzeitig habe, weil ich weiß nicht, wie es ist, wenn du das nach der Veröffentlichung kaufst, weil es steht extra drin, du sollst vor der Veröffentlichung kaufen. Aber sonst, mein Mann hat, glaube ich, es auch hingekriegt, in der zweiten Runde auf 20 zu kommen. Der hat also auch sein Wolfsbaby sicher. Und der hat das Spiel schon. Schere, Stein, Papier. Ha! Gewonnen! Best of three. Was? Ja, das machen immer die Verlierer, wenn sie vorher ausgemacht haben, einmal. Und wenn man dann verliert, die Best of three, da haben sie nämlich nochmal zwei Chancen, vielleicht doch noch zu gewinnen. Das finde ich immer nichts. Aber Schere, Stein, Papier. Und er hat Stein und sie Schere, hatte ich das, glaube ich. Also er hat ja die Faust, glaube ich, gehabt. Das ist ein Stein. Seit wann gewinnt die Schere gegen den Stein? Oder hat er Papier? Also ich bin jetzt gerade irgendwie... Genau. Ja, alles gut, Kistenkarte. Alles gut. Aber ich bin jetzt trotzdem verwirrt. Also ich meine, wegen dem Clip gerade, ob das jetzt Stein oder Schere war. Ich will jetzt auch nicht zurückgehen und nochmal nachgucken. Aber wir machen einfach weiter. Fliehe von dem Ventilator, weil ich hingehe. Habe ich letzten Tag auch gespielt. Herunter. Yes, we try. Wir geben alles. Jonas, let's go.
Wir holen uns den Sieg. Das habe ich vorgestern auch gedacht. Na, bin ich schwupp, genau das gleiche ist mir passiert. Exakt dasselbe ist mir passiert. Ich habe auch gedacht so, wow, toll, es sind nur noch 5 Leute dabei, das schaffst du. Du schaffst das, das ist die letzte Runde. Du bist auch mal ganz oben. Und da war ich die Erste, die rausgeflogen ist. Das ist so... Naja, gut. Aber Pech im Spiel, Glück in der Liebe, kann man da sagen. Ich habe einen wunderbar lieben Mann echt, muss ich sagen, ich bin da echt begeistert. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte ja gesagt gehabt, schon in meiner Einleitung, also von meinem Stream in der Einleitung, dass ich ja so ein paar Sachen habe. Und ich war jetzt die letzten 2 Wochen wie ein letzten 2 Monate wie ein Duracell-Häschen, weil ich wegen meiner Umschulung natürlich ganz viele Probleme hatte. Und das ist jetzt geklärt. Also ich habe meinen Praktikumsplatz. Danke an alle, die mir die Daumen gedrückt haben. Und er hat diesen ganzen Terror, den ich mitgemacht habe, abgekriegt. Und ich bin so dankbar dafür, dass er so ein dickes Fell sich in der Zeit angeschafft hat, dass er nicht davon gerannt ist, sondern da geblieben ist. Und wir jetzt alles geklärt haben und jetzt alles wieder glücklich sein kann. Alles wieder toll. Ja. er kann sich freuen, er darf weiter den Haushalt machen. Ich darf mich freuen, ich darf weiter in meiner Umschulung machen und es passt. Und ja, ich weiß, das stimmt, er schreibt nämlich hier gerade, ihr seht es ja hier unten im Stream. Ich habe an einem Tag bis Level 20 geschafft. Das stimmt, das habe ich auch. Also, ich habe 2 Tage gebraucht. Aber ich muss euch gleich dazu sagen, die Beta dürft ihr nicht als Grundlage dafür nehmen, wie schnell man durch dieses Spiel levelt. Weil in der Beta wurden Grenzen freigegeben, die es im endgültigen Spiel nicht, also die im endgültigen Spiel eingeschaltet sind. Das heißt, ihr levelt wesentlich langsamer, bitte Gedanken sortieren und dann aussprechen, genau. Weil es war natürlich wichtig, dass man in der Beta sehen konnte, wie reagiert das Spiel im Endgame. Und deswegen war es zum Beispiel auch möglich, dass ein Einzelspieler einen Boss, der eigentlich für 20 Spieler gedacht war, alleine legen konnte. Das werdet ihr im Endgame, also im richtigen Spiel, dann, wenn das im Juni freigegeben wird, nicht haben. Da werdet ihr es einiges schwerer haben, auch auf Level 20 zu kommen. Das schon mal so vorweg, nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. So, und wir machen jetzt hier weiter mit den Twitch Clips Germany. Hallo, Ren. Du kaufst bei Granaten. Nein, hau das rein. Und dann kannst du die einfach mit dem Mausrad, glaube ich, durchscrollen, oder? Du hast auch Mausrad. Ah. Und dann kannst du die da hinschmeißen. Ja, das war Selbstmord. Das war Selbstmord oder wie man im Japanischen so schön sagt, Seppuku, hatten wir gestern im Unterricht. Nein, nicht im Unterricht, also unter uns in der Klasse hatten wir das. Und da, ja, genau, das war ein klassisches Beispiel dafür, wirf die Granate so, dass sie hingeht, dass sie dich selbst tötet. Das war allerdings dann noch ein Brathähnchen dazu. Sehr lustig. Counter-Strike Go habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ja. Schon, ich hoffe für dich, dass du alle Haken kaputt gemacht hast in meinem Umfeld. Was zum Geier war das? Der Jäger steht noch da, während sie kommt und sie schon wieder abhängt. Ey, Jäger, hast du das Spiel nicht verstanden? Das war jetzt ja mal echt geil. Also, ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt ja schon öfters gesehen, also bei verschiedenen. Was? Hat die Katze alles? Bei Dead by Daylight ist es so, es gibt 2 Gruppen von Spielern, jeweils, ich glaube, 4 Leute. Die eine Gruppe sind die Jäger und die andere Gruppe sind die Leute, die aus diesem Albtraum, also man ist in einem Albtraum gefangen und man muss aus diesem Albtraum entkommen. Und dazu muss man bestimmte Geräte einschalten und reparieren und muss dabei auch den Jägern entkommen. Die Jäger, wenn sie einen fangen, die hängen einen auf solche Haken. Da kommen dann auch Dornen und so weiter und Haken noch, die dann einen auch am Ende aufspießen, wenn man nicht rechtzeitig abgehängt wird. Und das Spiel muss schon relativ Spaß machen. Also man hat dann verschiedene Skins, die man da drüber legen kann. Die letzte hatten wir einen, der hat
Michael Myers aus Halloween gehabt als Maske und jetzt diesmal hatten wir halt eine Katzenmaske. Dings, normalerweise ist es aber so, dass wir die Jäger natürlich darauf aus sind, möglichst viele der Gefangenen im Albtraum zu schnappen, weil wenn sie alle töten oder alle aufhängen, dann ist das Spiel gewonnen für die Jäger. Wenn die Gefangenen aus dem Traum entkommen, haben die Jäger verloren. Das ist dann gar nicht Sinn der Sache für die Jäger natürlich, klar. Ich erinnere an die letzte Challenge, die wir gespielt haben im Januar, die City Life Challenge, die nach dem zweiten Stream endete, weil mein Stream gestorben ist. Dein Stream wir müssen ist jede gestorben. Vorkehrungen treffen, dass wir überleben. Ja, so aber nicht. Na, komm schon! Sims als Survival Game. Das ist mal was Neues. Also ich kenne Sims, aber ich habe es noch nie geschafft, dass sich meine Figürchen in Brand setzen. Das ist lustig. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist mal eine interessante Sache. Man kann bei Sims sterben, das wusste ich gar nicht. Also zumindest so nicht. Also okay, aber wieder was gelernt. Seht ihr, man lernt nie aus. Man sollte auch nie. Ich muss euch sagen, wer hingeht, wer sagt, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin alles, der ist dumm. Ja, niemand kann alles, niemand weiß alles und das sollte man auch nie sagen. Jeden Tag etwas Neues lernen, das ist so meine Devise und meins habe ich heute erreicht, aber ich mache natürlich nachher noch meine anderen Lernsachen, die ich zu machen habe. Und, nie aufhören zu lernen, denn wenn ihr aufhört zu lernen, seid ihr entweder dumm oder tot. Gut, bei letzterem könnt ihr nicht viel mehr dran ändern, aber bei dem ersteren schon. Ich schicke euch alle Signale. Ich lächle jetzt für eine ganz bestimmte Person in die Kamera. Für eine ganz bestimmte Person. Okay. Ja. 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 Nein. Also, nein. Definitiv nicht. Okay, weiter. Achso. Ah, jetzt verstehe ich den Satz. Ich höre gerade im Hintergrund, wie Kistkater das Katzenklo sauber macht. Jetzt weiß ich, was er mit hat, die Katze alles. Ansonsten hat die Katze alles. Also außer das Klo. Hey Leute, ich bin's heute wieder, euer Gamer-Girl Milchbaum. Und damit ihr heute auch nichts vom Spiel seht, sondern nur All Eyes on Me sind, habe ich euch hier heute ein kleines Bild vom Spiel eingefügt. Ich weiß, ihr seid sehr an dem Spiel interessiert, aber trotzdem zeige ich euch nur meine Hackfresse, aber das wäre ein bisschen gemein gewesen. Ich habe mich noch gebremst. Ja, das war wirklich ganz knapp, man hat's gemerkt. Aber wenn man einen Speedstream so machen würde. Wow. Also ich weiß nicht, also ich würde das nicht machen. Ihr kennt ja meine Speedstreams. Genau, meine Spielestreams. Bei mir habt ihr immer das Spiel in Vollbild und seht mich gar nicht. Ihr hört mich nur. Und so sollte man eigentlich auch Speedstreams machen. So, genau. Wir machen weiter. Ich würde das dann im schlimmsten Fall, wenn sie das gar nicht machen kann, versuchen, die Haare selbst zu ficken. Ja, genau. Genau das ist der freudische Versprecher mit dem Wort. Sie meinte natürlich fixen. Aber eins muss ich sagen, genialer Anime-Avatar. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob die Tentakel unten Krakenarme darstellen sollten, das nehme ich mal an, oder ob sie Tentakel von Enzod sein sollten. Wer nicht weiß, wer Enzod ist, googelt. N-Apostroph Sod. Was ist denn mit der Frau, wenn man auf die Frau drückt? Passiert auch nichts. Ich will mich nicht aufs Klo setzen, warte, ich mache mal so meine Beine nur drauf. Okay, es müsste vom Druck her reichen. Okay, Popo. Jetzt. Ja, ja. Oh Gott, das war so dumm. Ja. Japanische Klos und
ihre Knöpfe. Also kleiner Fun Fact. In Japan gibt es, oder Japaner benutzen kein Klopapier. Das ist kein Gag zum 1. April. Ich weiß, ich sag's immer wieder, dass wir heute 1. April haben, aber es ist wirklich kein Gag. Die machen das wirklich. Deswegen haben japanische Klos, da wird man von hinten gespült. Und wenn man da einen Moment wartet, dann kommt dann auch warme Luft, um das wieder trocken zu machen. Also, und das Testen ist natürlich nicht möglich, wenn man nicht drauf sitzt. Oder man macht es so wie sie, aber dann hat man nasse Beine. Echt geniale Empfindungen manchmal, was die Japaner so haben. Wie schaffen wir? Wir geben da was für eine Magie ist, dass die immer die Gläser vertauscht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ja, das ist, In die Schere, Flo. Nein, never. Schwierig. Ey, was sagst denn du, Bro? Warte, ich guck gleich. Also, ich bin... Oh, du bist weiß halt nicht, ob die, wenn die noch dunkler wird, ob das geiler wird oder eher schlechter. Oh, das war jetzt fies. Oh, ich wüsste ja gerne, was in den beiden Gläsern drin ist, damit man weiß, warum das so interessant ist. Ganz einfach. Du hast wahrscheinlich den Anfang, entweder hast du den Anfang nicht gehört oder du hast, ist nicht verstanden. Also pass auf, Kiste gerade. Olli und Flo haben die gleichen Gläser. Da ist aber wohl unterschiedliches Trinken drin gewesen. Und Flo meinte so, warum vertauscht ihr eigentlich immer meine Gläser? Und wie macht ihr das und so? Und hat aus dem ein Glas getrunken, das abseits stand. Was ist recht leise? Ja, das war aber vom Video, da kann ich nichts dazu. Das war von dem Video so gemacht. So, und dann ist Olli hingegangen und hat ganz demonstrativ die Gläser vertauscht, ohne dass das Flo mitbekommen hat. So. Und dann hat, deswegen hat Olli gemacht, nichts sagen. Also auch nicht im Chat, weil die haben ja bei ihren Streams immer auch den Live-Chat dabei, so wie ich auch. Und das könnte dann natürlich auch Flo lesen, weil die haben dann ein Bildschirm, wo der Chat drauf läuft. Ah, Mario! Oh, als ob das noch geklappt hat. Ja! Nein! Kurz vorm Abi die Hose gemacht. Das ist geil. Der perfekte Run und dann im letzten, an der letzten Falle draufgehen, das ist fies. Er hätte noch ein Schrittchen weitergehen müssen und hätte es geschafft. Das ist, weil man immer ganz oben den Balken erreichen will, um die höchste Punktzahl zu kriegen. Leute, lasst es doch einfach mal. Nimmt einfach nur den niedrigsten Punkt. Das reicht völlig aus. Auf jeden Fall, ihr hättet es dann geschafft. Aber so, naja, Pech gehabt. Weiter geht's. Also, ich mag die beiden gerne, aber in Kombination sind die beiden, sagen wir, motiviert. Wie es ist, mach dir auch selbstbewusst. Sag so, wie es ist. Das wird ein neuer Lebensabschnitt. Ich sag's, wie es ist. Also, nee, ich habe im ersten Moment gedacht, das ist nicht Sonja links, das ist Jen. Dann habe ich das gemerkt und habe einfach das stehen lassen. Ja, dieser Fehler ist mir ja auch schon unterlaufen. Jenian und Milchbaum zu verwechseln. Das sind aber wirklich zwei unterschiedliche Personen. Also, aber sie sehen sich halt recht ähnlich. Und das ist halt, damit kann es passieren, dass man durchaus mal den Fehler macht, die beiden miteinander zu verwechseln. Ist halt so, ja, genau. Wer ist es? Es ist... Oh mein Gott, ist der gut! What the fuck? Das ist Lachsmann jetzt, okay. Das ist der Lachsmann. Okay. Aber der Charakter ist zu gut. Lachsmann ist scheiße. Ja, und warum nennst du ihn dann so, wenn der Charakter zu gut ist und... Oh, das hatten wir letzte Woche. Dann nenn doch den Charakter nach einer guten Person, die du kennst. Und nicht nach einer, die du nicht magst. Oder wie auch immer. Gut. Aber den haben wir. Er tut sich jetzt gleich weh. Ich hatte ja gedacht gehabt, letzte Woche, er macht oben das Fenster kaputt. Da ich das verlang, darum ging ich zu dir und ich sprach.
Digga, was ist das für Musik? Da kriege ich ja direkt das Würgen, Alter. Nicht auf die gute Art und Weise. Ja, stimmt, die Musik. Die Musik war wirklich schlimm. So. Ballermann-Schlage. Nee, muss nicht sein. Ab und zu, ja, aber nee, nicht im Stream. Lass mich kosten. Wasser, ihr kennt das. Wasser, widerwärtig. Doch nun, Waterdrop. Oh, weiter. Drop. Also erstmal, normal ist Wasser zum Waschen da. So, zweitens, keine Reaktion des Charakters darauf. Wobei, ich glaube, das war vorherbestimmt, das so zu machen. Und zu Waterdrop kann ich euch sagen, das ist genial. Ich habe das auch. Und das peppt Wasser wirklich auf, aber ohne es süß zu machen. Also es ist kein Zucker drin. Das ist das Schöne daran. Aber ihr habt Geschmack und richtigen Geschmack. Es ist nicht ganz günstig, gebe ich ehrlich zu. Aber es kann sich trotzdem lohnen. Ja, selbst mein Mann, also Christian, sagt gerade, er trinkt hin und wieder Waterdrop. Aber was wir natürlich auch trinken, ist Jennis hier. Holy. Da ist sogar das drin, was drauf ist. Also, ich zeig's euch mal. Da. Das ist drin. Genau. Haben wir nämlich noch als Kiste. Und hey, wir haben jetzt über einen halben Monat die Dose und die ist immer noch halb voll. Obwohl wir jeden Tag, jeder mindestens einen trinken. Man soll ja auch nur einen von den Energies trinken. Ein Mann trinkt aber ab und zu manchmal zwei. Ja, so ist das. Zack! So, das ist meine Runde jetzt. Retro Gaming, ja. Und tschüss. Ja, so kann's gehen. Achte darauf, wo die Schaufelräder rumrennen. Dann kommst du auch von Fass zu Fass. Ist manchmal ein bisschen tricky, weil das Drehrad sich manchmal abrupt von A nach B wendet. Ja, genau. Ist halt so. Kann man nicht ändern. So. By the way, Chat, es tut mir super leid, dass wir kein Anno zocken. Anno? Was? Also, eigentlich war ja Anno bei mir fest. Anno. Bei ihr war angeblich Anno fest gebucht und was spielt sie? Anno. Also, du solltest schon im Kopf haben, was du eigentlich spielen wolltest und es nicht gespielt hast. Ja, ich weiß, habe ich doch gerade gesagt. Ab und zu trinkst du zwei. Genau. So war das gedacht. Gut. Weiter. Wenn ich aber nicht schlafen gehe, dann bin ich quasi. Hat mir das schon mal angefangen. Wenn ich wach bin, dann schlafe ich nicht. Da ist er wieder. Kistenkater, siehst du ihn? Der Spruch der Woche. Wenn ich wach bin, dann schlafe ich nicht. Ist das nicht allgemein normal? Obwohl, ich kenne Leute, die sind wach und schlafen trotzdem. Ja, ist so. Ich sage jetzt keinen Namen und die Leute sind auch nicht in dieser Wohnung anwesend. Nur damit ich es schon mal von vorne weg festgestellt habe. Also nicht, dass irgendjemand denkt, ich meine ihn. Wer sich angesprochen fühlt, viel Spaß. Ajo, ich muss aufpassen, dass ich nicht jetzt gleich versehentlich, weil ich jetzt mich hier sicher fühle, in eine Sprengfalle laufe. Ja, und gleich kommt die Sprengfalle. Und da ist sie. Ja, ich sehe sie. Nein, doch nicht. Das ist ein Draht. Er sagt's doch. Und ich hab's auch gesagt, dass er reinrennt. Ja. Tod mit Ansage. Das hat was. Ich sehe halt nichts. Du hättest mir es auch ins Gesicht schmeißen können. Ansagen sollte man nur unter Vorbehalt treffen. Genau. Aha, will ich haben? Ja, ich hab's mir gedacht. Soweit ich weiß, kannst du das aber kaufen. Da musst du keine CCs für haben. Ich hab mir es aber schon fast gedacht. Ja, gucken wir nachher mal. Okay? Gut, bis später. Können wir das mal kurz abstellen?
Ah, oh, scheiße. Ja, abstellen. Sagt es doch schon. Hinstellen, nicht werfen. Werfen ist nicht abstellen. Und dass man einen Molotow-Cocktail beispielsweise nicht wirft, ist doch klar. Abgesehen davon sollte man das Tuch vielleicht rausziehen. Ich glaube, das war ein Molotow-Cocktail. Weil sonst könnte es Probleme geben, wenn das Ding angesteckt ist. Nur so, so als Hinweis. Wird erledigt. Reparaturkit on for them. Oh. Das war mal gezielter Abwurf. Der Saurier war tot. Durch das Reparaturkit. Also den Saurier kann man nicht mehr reparieren. Also, ich weiß und ich verstehe auch, dass das Elden Ring. Und tschüss. Ja, so ganz geht, spring über die Mauer und Schwuss weg. Ist mir die Tage passiert, ich war bei WoW drinne, flog mit meinem Drachen an den Rand, wollte landen, rutschte ein Stück zu weit und schwupp, weg war ich. Und bis ich das realisiert hatte, war der Drache weg und ich tot. Oh, Alba. Ah! Oh Gott, ist die blöd hier? Hä? Ich glaub... Hat sie mich jetzt verloren? Oh, oh. Oh Gott, die steht doch direkt vor mir, die blöde Kuh. Ja, ja, sie hat dich verloren. Und weil sie nicht ganz so helle im Kopf ist als KI vom Spiel, steht sie jetzt eine Weile da und wartet, bis vielleicht ihr der Gedanke kommt, ich guck mal woanders nach. Es kann aber eine Weile dauern, kann ich dir sagen. Aber wartet's kein Besitzer einen seltenen Tarnumhang? Lol, achso, ja, Greenscreen. ich war gerade so... Ich hab... Das war ein cooler Move für ein Greenscreen. Aber bevor die Frage kommt, für die Leute, die das mit dem Greenscreen noch nicht verstanden haben. Ein Greenscreen ist nicht immer unbedingt grün. Man kann einen Greenscreen auch schwarz machen oder blau oder gelb. Wichtig ist, dass er die Farbe hat, die ausgeblendet sein soll. Also, in diesem Fall war es dann schwarz, nehme ich mal an. Also, deswegen, also Greenscreen ist, heißt das allgemein, aber es muss nicht immer grün sein. Among Us. Ja, einer weniger. Ja, los, weggegangen. Dalu ist weggegangen. Ich konnte Kill machen. Komm, Chantau, nehmen wir da mit. Komm. Reinstechen. Boah, das ist fies. Ja, das ist fies. So was macht man nicht. Reinstechen. Ja. Ey, das ist echt. Das ist echt fies. So was tut man nicht. Man tötet nicht die Leute, die einfach nur da rumstehen. Also, wo nicht da sind. Das macht man nicht. Nee. Ah. The Walking Dead. About everybody say. About the bad, 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 bad. The bad is a word. I want a bad, bad, bad. The bad is a word. Also, manche Leute kommen ins Spiel auf ulkige Ideen. Aber das war eine coole Idee. Das erinnerte mich an das Video, was mein Mann so gerne guckt, mit dem Baby, das plötzlich redet. Naja gut, das Baby redet nicht, sondern der Papa redet, aber das Baby macht die geilsten Mimiken dazu. Das ist echt genial, das Video. Also ich danke dir von Herzen für den Raid. Alle Neuen hier und auch alle alten Hasen, macht's euch bequem. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hi. Ja, cool. So viel zu ein bisschen überfordert. Junge, ich habe das Auto seit ungefähr 10 Sekunden. Dann hattest du es 10 Sekunden und jetzt ist das Auto hin. Du bist massivst überfordert, muss ich sagen. So, ganz am Rande. Ja, ja, genau. Oh mein Gott, noch einer. Ja!
Ja, ja, er hat's geschafft. Das hätte ich auch gern mal wieder. Ich hab's bis jetzt ein einziges Mal geschafft, dass ich wirklich ganz oben stand, ganz am Ende noch da war. Aber nur einmal. Das ist ein Glücksmoment, genau. And even laughter that has been absent from this house for so long. Oh! Nicht doch! Nee, 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 nein, 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 das war's, ich bin raus, ich bin raus, das war's. Ich finde es immer wieder geil. Leute, wenn ihr so schreckhaft seid, dann spielt doch keine Horror-Games. Ich kann es immer nur wieder sagen. Wer Horror-Games spielt, der muss damit rechnen, erschreckt zu werden. Das ist der Sinn dieses Spiels. Oder dieses Spielgenres. Also wirklich, Mann, Mann, Mann. Oh, 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 wieder falscher Haufen. Hey, oh, Real Life. Gaby. Gerade so die Kurve gekriegt. Boah, Leute. Das sieht so fein aus. Scheiße! Das war der falsche Ablageplatz. Ja, ja. Ja, ja. So, und jetzt viel Spaß beim Aussieben des groben Kieses aus dem feinen Sand. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen für die nächsten 20 Stunden. Jetzt lustig, wenn wir so ganz random einfach diesen Code erraten würden. Ja. Was zum Fick? Ey, sowas sagt man nicht über den Stream. Das ist nicht nett. Nein, aber es war wirklich eine geniale Reaktion. Ja doch, also cool gemacht. Also so, klack, 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 auf. Hey, du könntest Schlossknacker werden. Was ist das für ein dickes Emote im Hintergrund? Das ist eine Katze mit einem fetten, unangenehmen Schwanz, Zillin. Und wenn du mir das nicht glaubst, das ist genau die Beschreibung von Amazon für diese Plüschfigur. Okay. Ja, wir kennen ja diese chinesischen, grob übersetzten Google-Aussagen. Das heißt mit Google übersetzten Aussagen, so rum. Beschreibungen, die manchmal echt lustig sind. So, ich gucke da gerne mal Hardware-Deals oder Kreativ-Ecke, die machen das ja auch ab und zu, dass sie dann solche Sachen bestellen und dann gucken. Oder Nerds Heaven, die machen das auch. Da kommen dann immer ganz lustige Sachen bei rum und das passt so überhaupt nicht zu dem, was man dann am Ende kriegt. Aber da hat's gepasst. Die flache Seite? Mr. Fire, was ist die flache Seite? Na, das ist die flache Seite. Ja, klar, das ist die flache Seite. Ja, aber das bringt doch nichts. Draufwegen drücken. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Nein. Wie soll das gehen? Ah, wie kann man eine Knoblauchzehe so vergewaltigen? Weh, da passiert nichts. Oh Mann, Mädel. Lern doch mal, wie man sowas macht, aber so nicht. Ich glaube, selbst mein Mann würde den Kopf schütteln, wenn er das gesehen hätte. Wie kann man nur so eine arme Knoblauchzehe vergewaltigen? Echt schlimm. Also guck mal, die Kuh da oben. Der Creeper von der Nähe steht und gleich Bumm machen wird. Der war aber hier irgendwo. Blöde Spinne. Wo ist der Creeper? Ja, ja. Horror in Minecraft. Auch lustig. Irgendwie, ich weiß nicht, also manchmal habe ich so das Gefühl, so Minecraft, ja, das wäre doch was. Probier's doch mal aus und dann habe ich, dann wenn ich es dann auf dem Schirm habe, dann ist es kurz danach wieder weg, weil ich mir sage, nee, muss nicht sein, du hast genug anderes zu tun. Und dann würde ich sagen, okay. Hast du dir wehgetan? Hey, die Katze hat geantwortet. Hast du dir wehgetan? Ja. Aber ich wüsste gerne mal, was sie da gemacht hat, dass plötzlich das Bild komplett weg war. Gut, ich muss sagen, bei uns, die Katze macht das nicht. Gleich seht ihr einen essenden Kistenkater im Hintergrund. Jetzt kommt er da ran. Was hast du denn Leckeres? Brot mit Leberwurst. Ein Leberwurstbrot, das ist lecker. Ich
Was hat denn der mit der Knoblauchzehe gemacht? Sie hat die Knoblauchzehe auf den Tisch gelegt, also auf das Brettchen mit dem Messer und hat es so gemacht. Warum? Man drückt sie nur einmal drauf. Ja, ja, eigentlich schon, aber das wusste sie nicht. Ich wusste ja nicht mal, ob, was die flache Seite ist vom Messer, so oder so. Ja, so kann es gehen. Ja, ja, so ungefähr. Ich musste ihm jetzt kurz erklären, weil er war in der Küche, als dieser Clip lief. Und ja, jetzt habe ich es ihm erklärt. Ihr habt seine Reaktion gesehen. Weiter geht's. Potsdam? Das fängt an. Was? Potsdam? Safe. Es liegt alles in Bayern. Wartet. Es war safe, Potsdam. Hey Siri? Was ist die Hauptstadt von Polen? Oh. Ha, garantiert nicht Potsdam, denn Potsdam liegt in Deutschland, du. Geografie 6 Sätzen. Genau. So, weiter geht's. Ist das gespiegelt? Ich würde sagen, ja. Oder sind das nicht zwei? Das ist gespiegelt. Das war gespiegelt. Schade, dass wir jetzt kurz vorm Ende weggeklickt haben. Dann hätte man es vielleicht gesehen. Aber trotzdem, geile Choreografie. Lied dazu gesungen war auch passend. Sehr schöner Clip. Was? Ah, Potsdam. Hauptstadt von Polen. Ich kann nicht mehr kreischen. Ja, ja, Kistkanner, so ging es mir gerade eben auch. Ich sagte ja, Geografie 6 Sätzen. Ich habe ja auch ein bisschen dazugelernt, ne? Ich habe ja ein bisschen dazugelernt. Ja, ja, aber... Ja, ja, so viel zu dem, der ich habe dazugelernt. Ha, 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 von wegen dazugelernt. Das war das tolle Beispiel. Wir haben nicht dazugelernt, weil wir waren den gleichen Fehler nochmal. Ha, ha. Ja, ja. Und es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn es irgendwie so um die Auswahl der Kollegen geht und so, ja, speziell bei Matteo. Ich glaube, Matteo hasst uns. Echt? Scheiße. Ich glaube, ja. Matteo, hast du? Jetzt ist es raus. Shit. Mach ich jetzt? Ich kann euch sogar den Grund sagen. Ich habe 2018 gegen Flo in der Lobby von einem Hotel Armdrücken gemacht. Und da hat er mich besiegt. Und seitdem meide ich seine Nähe. Ah, ja. Da würde ich jetzt sagen, Matteo, du kannst nicht verlieren. Schlechter Verlierertyp. Macht man nicht. Ja. Aber jetzt bist du aufgeflogen. Jetzt musst du dir jemand Neuen suchen, den du hassen kannst. Ja. So kann's gehen. Cool! Ja, ja. Hey, das ist cool. Wie macht man das? Wie macht man das? Wenn ich das mache, passiert nichts. Ne? Geht nicht. Ey, das ist aber cool. Das ist eine smarte Beleuchtung. Mhm. Ja, kann man mitarbeiten. Fußball. Ich hasse Fußball. Ja, wir schießen den Fußballer ins Tor. Bitte. Genau. Ey, das sollte man öfters mal machen, aber mit den realen Spielern so ins Tor kicken. Ich finde das ja auch immer lustig, dass wenn es bei einem Verein nicht läuft, ja, und die Spieler auf dem Platz das Spiel verlieren, die Trainer gekickt werden. Also, ja, ich weiß, das hat was mit Motivation zu tun. Aber ich würde sagen, kickt doch lieber mal die Leute, die den Scheiß bauen. Ja, es gibt einen Mario-Film. Ja, ich weiß. Einen neuen. Einen gezeichneten. Weil die Realverfilmung ist ja schon mal schief gegangen. So, fertig mit Werbung. Gut, ich weiß, es gibt einen Mario-Film, ja, einen neuen, das ist ein gezeichneter und weil die Realverfilmung damals ist ja schief gegangen. Gut. Und ich hatte gesagt gehabt vor der Werbung,
es ist halt so, die modernen Fußballsklaven kosten halt viel zu viel. Ein Trainer kann man einfacher wieder kriegen. Mhm. Boah, ich muss voll rülpsen, ey. Boah, Alter. Warte, kann man das hier muten, ey? Jetzt muss ich nicht mehr, scheiße. Ich kann da drücken, pass mal auf. Bitte. Ja, klar, ich hab gerade gerührt, als du anmutest oder was? Willst du mich verarschen? Ja, ja, so kann's gehen. Wer solche Leute hat. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Sag ich auch immer. Und ja, genau. Weiter geht's. Ey! Weiter geht's. Das geht schief, das geht schief. Oh mein Gott. Da schieß ich ja besser und das sogar in Realität. Oh mein Gott. Aber gegen eine Person würde ich am Schießstand nie antreten. Soll ich euch sagen, gegen wen? Gegen Kistenkater. Der schießt so gut, das ist schrecklich. Dabei ist er eigentlich ein Pazifist. Also zumindest im realen Leben. Fuck, meine Pizza! Flieh, hast du deine Pizza vergessen? Oh no! Oh no! Ja, Cross ist gut, aber nicht schwarz. Also. Sagen wir so, ich glaube, Flames eine Pizza. Was zum Geier macht ihr da? Was zum Geier ist das? Hallo? Es wird immer verrückter. Immer verrückter. PUBG. Ich kenne jemanden, der spielt das bei uns während dem Unterricht. Ja. Solche Sachen machen wir während dem Unterricht? Nein. Manchmal frage ich mich beim Unterricht auch so, okay, muss das sein? Das weiß ich doch schon. Nein, bitte was Neues. Bitte was, was ich auch wirklich brauche und nicht was, was ich eigentlich nie wieder anfasse, wenn die Prüfung gelaufen ist. Aber das ist halt nun mal so. Ah ja, die Pizza im Ofen vergessen. Ja, das passiert öfters bei Streams. Sandy ging ans Fenster und in der Nachbarschaft erklang ein Lied. How let the fly. Ja, ja, der Moment, in dem du feststellst, dass deine Alerts komische Dinge tun können. Lustigerweise, bei mir die Alerts, die funktionieren, aber sie funktionieren immer nur dann, wenn ich nicht da bin. Also, ich meine, die meisten machen immer was, wenn ich nicht da bin. Genau. Aber wir haben ja heute schon wieder ein Herzchen gehabt. Ich hab's gesehen, Kisten gerade, dass du ein Herzchen geschickt hast. Ja, ja. Oh mein Gott, sein Nachname. Warte, wie war sein Nachname? Ich habe seinen Nachnamen gar nicht gesehen. Oh. Oh. Er ist ein Professor Doktor. Ja. Also mit dem Namen wäre ich schon längst aufs Amt gegangen und hätte eine Namensänderung beantragt. Also, das ist ja wirklich mal ein weirder Nachname. Vor allen Dingen, wenn man mit den falschen Personen redet, könnten die das als Beleidigung auffassen. Was denn? Au! Au! Ah, das tut mir ja nur vom Zugucken weh. Autsch! Das ist fies. Aber solche Schüsseln haben wir auch. Die sind von Ikea. Kommen da Arme aus seinem Unterleib? Einfach nein. Einfach doch. Also, Arme aus dem Unterleib kommen raus, ja. Das Erschrecken war nicht nett. Und ja, wieder das berühmte Thema: Horror Games und Erschrecken. Ja, also,
Könnt ihr mal jemand Beruhigungspillen geben? Oder den richtigen Text zum Lied? Ja, das war der Versuch, dieses Lied zu singen und völlig daneben zu liegen. Genau. Ja. Ja. Ich weiß, dass du das immer machst, aber es ist mir heute gleich auch aufgefallen. Du hast es ja heute ziemlich am Anfang gemacht. Ich konnte jetzt teilweise nicht so gut auf die ganzen Alerts und so eingehen, aber ich wollte mich einmal fett bedanken für den Support bis jetzt. Absolut insane. Wirklich, ich weiß es mega zu schätzen. Ich wusste nur, am Anfang vor allem war ich übel überfordert. Ja. Ja, das kenne ich. Übel überfordert sein. Ich hatte das ja auch schon, dass ich hier Botbomben hatte. Und da ist man ganz schnell überfordert. Aber ich kann euch einen Tipp geben. Ich weiß, ich habe ihn... einmal habe ich schon gemacht. Wenn ihr eine Botbombe bekommt, ruhig bleiben, tief durchatmen, nicht auf die Provokationen eingehen, ganz locker einfach verabschieden, Stream aus, 5 Minuten warten, Stream neu starten und weitermachen. Ich weiß nicht, was Leute daran finden, Streamer auf diese Art und Weise versuchen fertig zu machen. Ich finde den Support immer ganz toll. Ja, das treibt wunderbar Daten hoch, aber wie gesagt, man kann die Leute, die man dann da drin hat, weil sie einfach reingekommen sind, auch ganz schnell wieder loswerden. Einfach auf diese Art und Weise, wie gesagt. Nicht provozieren lassen und gar nicht anfangen, mit denen zu diskutieren. Ich habe es beim ersten Mal gemacht, beim zweiten Mal habe ich es genauso gemacht, wie ich es gerade gesagt habe. Ganz ruhig verabschiedet, Stream aus, kurz gewartet, Stream wieder an, alles war ruhig, es lief weiter. Und alle diejenigen, die den Stream gestört haben, waren dann weg. Und diejenigen, die wussten, dass man hier auch Spaß haben kann, die sind wiedergekommen. Und dann gehen sie auf Spiel beitreten. Dann geben sie hier einen Zimmercode ein. Und vorher wechseln sie einmal auf Just Chatting, damit der Chat nicht sieht, welchen Code ich eingebe. Dann muss ich wieder Discord nach. Daniel, du musst auf Just Chatting wechseln. 1, 8, 3. Man sollte ihn dann auch nicht sagen. Ja, also. Der Tipp war gar nicht so schlecht. Also, wenn man was eingibt, was der Stream nicht sehen soll, auf Just Chatting wechseln. Und vor allen Dingen, es bringt dann auch gar nichts, wenn man auf Just Chatting wechseln hat. Und sagt dann den Code direkt mitten in die ins Mikrofon. Es gibt genug findige Leute, die das dann mitschreiben. Oder den Stream nochmal nachträglich gucken. Oder sich so gute Sachen gut merken können. Das geht ganz schnell nach hinten los. Ich wusste gar nicht, dass es einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt. Ja. Was du alles nicht weißt. Ey, geile Sammlung. Ein Unteranfänger? Cool, den nehmen wir. Voll Noob. Da verabschiedete sich der Greenscreen. geil. Deswegen habe ich bei mir nur den Hintergrund unscharf gemacht. Da kann sich nichts verabschieden. Ey, Diablo 4. Was ist das? Was ist das? What is this? Ja, der Augenblick, in dem das Spiel dasselbe fragt wie der Spieler, nur in einer anderen Sprache. Oh mein, ich bin eigentlich geiles Spiel, also ich kann es euch nur empfehlen. Diablo 4 macht ja richtig Spaß. Ich verstehe das nicht. Vielleicht war ich auch einfach früher jünger oder so und deswegen hat man irgendwie besser... Ja, also früher war ich auch jünger. Heute fühle ich mich nur noch manchmal jung. Wie sage ich immer so schön, früher war ich jung und knackig, heute bin ich nur noch und. So, und weißt du was, Frozen? Du willst doch nur in den Schleudersitz. Natürlich. Warte, ich mach vorher das Cockpit auf. Hallo, wie geht's? Guten Flug. Und wo war jetzt der Sinn bei dieser Aktion? Muss man nicht verstehen, oder? Nö. Mö. Oh mein Gott! Die Kuh hat's richtig gemacht. Ärgerst du die Kuh, schlägt die Kuh zurück. Ja, interessant fand ich allerdings, aber er hat
die Kuh angemut und die Kuh hat zurückgegrunzt. War das eine Kuh mit Fremdsprache? Hey Brody, welches Programm nutzt du für deine Videos? Meine Videos, YouTube, gucke ich die. Hä? Nein, er wollte wissen, mit welchem Programm, also ich gehe jetzt mal davon aus, er wollte wissen, mit welchem Programm du entweder deine Videos schneidest oder aufnimmst. Frage von, die Frage, wenn ich sie von meiner Seite aus beantworten würde, aufnehmen tue ich sie mit OBS. Schneiden tue ich sie mit DaVinci Resolve. Mit der kostenlosen Variante funktioniert. Ich arbeite mich da auch immer mehr rein, also es wird so mit der Zeit, werden da auch Effekte reinkommen, genau. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Das hier war mal mein Lieblingsrock. Und dann passtest du nicht mehr hinein. Das kenne ich leider auch. Ja. Da hilft nur eins. Entweder den gleichen Rock in größeren Größe nochmal kaufen, wenn das geht. Oder abnehmen. Wo ist mein Leichending? Boah, das ist so cool. Hier ist es. Ja. Und da war die neue Leiche. Die Leiche gefunden, um eine neue Leiche dazuzulegen. Passend, sehr schön, wunderbar. Hilft nicht. Greifer, ich bin der Aggressor. Aktion, Reaktion. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Stirb, Huhn. Gut. Einfach mal, ich wollte nur gucken. Er hat jetzt das Huhn erschossen. Mörder. Ich werde Peter informieren. Das ist ganz mies, das macht man nicht. Ja, genau. Ah ja, doch, hat alles. Nee, hat alles funktioniert. Ich dachte nur wegen der Webcam-Leiche, weil ich hier ist halt er. Hier, da. Alles funktioniert. Ich bin schon. Achso, du musst ja mich erst. Was? Ah. Chat, bin ich jetzt doof? Hört ihr das auch? Was? Hä? Was ist denn los, Katzelein? Warte, ich, wie können wir dir helfen? Ich denke mal, er war ein wenig irritiert, warum er in seinem Stream andere Leute hört. Ich würde jetzt eventuell sagen, er hat den Sprachchat angehabt und nicht gemutet. Oder er war im Discord und hat den nicht gemutet. Das kann natürlich alles sein. Ja, genau. Okay, aber wir sind jetzt schon fast am Ende, muss ich sagen. Wow, etwas mehr als eine Minute haben wir noch. Mal gucken. First up, we have Qubit Studios, a small team whose game Infinitesticles has not only received an Infinitesticles? Heißt das Game Infinitesticles? Also bin ich ja gerade auf der falschen Fährte oder habe ich gerade die falschen Sachen im Kopf? Heißt das Spiel Unendliche Hoden? Das wäre mal ein interessanter Titel. Vor allem auf Deutsch. Ich wüsste gern, wie das dann in den Laden kommt. Obwohl, die meisten Spiele kommen ja heute nicht mal mehr in den Laden. Und wenn doch, kriegt man eine große Box, in der ein kleiner Zettel drin ist. Bitte diesen Code auf dieser Seite eingeben. Ich vermisse die gute alte Gaming-Kaufzeit. So. Tales of Monkey Island. 13 Disketten. Lege Diskette 1 ein, lege Diskette 12 ein, lege Diskette 4 ein, lege Diskette 8 ein. Ja, für eine Szene. Da war mein Disc-Jockey im wahrsten Sinn des Wortes. Du hast dich jetzt nicht alt, also ist wirklich vor deiner... okay. Oha. Oh, das... Also ich weiß... Ich kenne jemanden, der würde ungefähr, glaube ich, genauso reagieren, wenn ihm das passiert. Nein, ich sage euch jetzt nicht wem und ich würde das auch nie machen. Ich weiß, deswegen würde ich es bei dir nie machen. Ich wollte dir auch nicht verraten, dass du das bist. Bambi, oh, wir haben was gefunden. Verlorener Rucksack. Der erste Loot! Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Zeit für den ersten Loot in Diablo 4. Ja. So ganz geht, so ging es mir auch, aber bei mir kam glaube ich 20 Münzen raus. Abonnieren.
Also Twitch gibt's Germany, abonnieren brauche ich nicht mehr. Nein, ich mache nur das mal ein bisschen kleiner, weil abonniert habe ich es ja schon. So, aber ich gebe ein Like. Wie immer. Und ja, wenn ihr das wollt, weil das eine super tolle Folge war, muss ich sagen, dann da unten in der Videobeschreibung, da ist es verlinkt. Aber bevor ihr rüberspringt und dabei Twitch Clips Germany ein Like da lasst, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Like hier da lasst und vielleicht ein Abo. Abo-Knopf ist an derselben Stelle bei mir wie bei Twitch Clips Germany auch. Die Glocke könnt ihr auch aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr, was auf meinem Kanal kommt. Regelmäßig, normalerweise in der Woche 3 Videos, die hochgeladen werden. Und ja, falls ihr Ideen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, oder vielleicht einen Vorschlag, was wir mal reacten können, da ist unser Schildi immer gern dabei. Unten in die Kommentarsektion. Ich reagiere auf jeden Kommentar. Ich weiß, Schildi, den letzten mit deinen Vorschlägen habe ich erst heute gemacht. Also heute am 1. April. Ich habe gar nicht gerade gedacht, dass ich da noch nicht gesagt hatte. Aber heute hast du deinen Kommentar dazu gekriegt. Und ja, also manchmal dauert es einen Moment. Aber ihr kriegt immer einen Rückkommentar, eine Antwort von mir in den Kommentaren. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, euch einen schönen 1. April zu wünschen. Falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten, obwohl das Video kommt, glaube ich, erst danach. Also lassen wir das. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen April. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei mir auf Twitch vorbeischaut. Meistens am Wochenende streame ich zwar relativ früh, aber zumindest am Samstag kann man ja auch mal etwas früher aufstehen. Man hat ja auch noch ein bisschen was zu tun vielleicht. Und hat einen schönen Start in das Wochenende. So, genau. Gut. Also, bis dahin, sagt euch tschüss. Eure Josie.